Ja, da liegt ein Brief auf dem Kopfkissen. Ich muss dir was Wichtiges sagen. Komm in mein Zimmer, wenn du wach bist, Nekozombie. Was steckt dahinter? Did you sleep well? I've got to talk to you about you know what. Do you know Catherine? Kennst du Catherine? Time for a blood test. Oh, this is so good. Oh. Catherine loves to draw blood from people she doesn't like. Jeder neue Gast wird mit so einer kleinen Videosequenz eingeführt und ein paar Eigenarten gleich an ihm gezeigt. Catherine ist sehr sadistisch veranlagt und einer der cooleren Gäste auf jeden Fall in dem Spiel. She lives two doors down from me in room 104. Sie wohnt so ein... Okay. Somebody's listening. I heard that. Ja, auch andere Leute können es belauschen. So that child is collecting cells. I think it's time for a blood sample. I guess it won't be that easy to collect the souls after all. I'll give you some hints about how to go about getting people's souls. Tipps für das Spielen, sofern gesehen zu werden, ist es zum blauen Flammentür klopfen. Egal, auch das werde ich im Laufe des Spiels erklären. So. Oh Gott, ich hasse dieses Ding. This is so awesome. Das ist ja klasse. Pass auf, Slapstick vom Feinsten. James, you nasty child! Stop throwing your garbage on the floor! What if someone stepped on it and had an accident? Oh verdammt, der räumt's auf. Ich dachte, der rutscht jetzt. Ich hab's irgendwie falsch in der Hand. Where is that brat? James! Ah. I'm the one who has to clean up all of your messes. Gott, fantastisch. So. Ich möchte jetzt mal... Komm ich in die Karte? Karte? Ich habe keine Karte. Okay. Oh, puh. Ja, jetzt wurden wir entdeckt. Also, wir wurden nicht entdeckt, aber wir wurden... Oh Gott, was mache ich denn da? Während man hier ist spät, müsste die Zeit eigentlich draußen weitergehen. Ja. So, das ist unser Zimmer. Also, wir wurden nicht entdeckt, aber wir wurden zumindest mal bemerkt, dass wir in der Nähe sind. Und jetzt können wir von innen heraus erstmal schauen, bis sie vorbeigeht. Oh, den ganzen Müll hier verstreut. Oh, das macht mich so wütend. Essensreste gehören in den Küchenmüll. So, dreht ihre Runde, wir können wieder raus. Beziehungsweise, ich kann auch mal zeigen einfach. Hier jetzt so. Ja, wenn sie uns entdeckt. Du bist doch Necki und sammelst Seelen, oder? Oh, that face makes me want to do terrible things to you. Ich weiß nicht, was ich davon halte. I think I'll make your job harder by running away. Ja. So, das ist so, dass... Das du kriegst mich nie. Das sind so die Basics von dem Spiel, sobald man einen Gast... So halt einen bemerkt, wenn sie sofort extrem schnell wegrennen, damit man ja nicht an ihre Seele rankommt. Also muss man immer kleine Rätsel vollbringen, um an ihre Seelen zu kommen. Ich mache jetzt erstmal für jetzt Schluss. Das hier ist der Speicherraum. Da haben wir einen komischen Frosch, der uns das Spiel hat. Save this game. Ribbit. Ribbit. Oh. Amerikanische Beschreibung 1. Was haben wir denn hier? Oh Gott, sind hier viele drauf. Äh, 40 Minuten, ich denke, das kann ich. Ja. So. Ja, ist auf der PS2, wer hätte es gedacht.
Schwer. Oh, das ist das einzige, was schwer ist. Cool. Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir die Seele von Catherine uns greifen wollen. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gregory Horror Show. Ich weiß, dass es für euch nur ein kleiner Schnitt war. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession. Und ich möchte euch als erstes etwas Unglaubliches zeigen. Physics! Physics vom Feinsten, ich kann die Luft anklopfen. Okay. Also, letztes Mal, beziehungsweise vor ungefähr 20 Sekunden wahrscheinlich. Oh, da ist Catherine. Genau, ist Catherine in dieses Hotel eingecheckt. Und wie geht es uns denn heute? Naja, aber genau, man kann Leute beobachten. Ich liebe Kinder. Hier ist alles klar. Und wenn sie mich sieht, rennt sie weg. Okay, also wir möchten an ihre Seele rankommen. Der Punkt ist jetzt, das wird nicht so leicht wie bei Neko Zombie. Denn Neko Zombie hat uns die einfach so gegeben. Gut, mit... Okay, egal. Viel wichtiger, das ist James. Jeder hasst James. Sobald er ihn sieht, kommt er auf ihn zu. What are you doing? Und dann verfolgt er einen. So, während er verfolgt, kann man zum Beispiel nicht durch Schlüssellöcher spielen. Weil er dann so, was machst du, spionieren? Er verfolgt dann ein bisschen. Der Punkt ist, man sollte vor ihm wegrennen. Ja, rennen ist gut, das ist das Schnellste, was ich gerade laufen kann. Später kann man schneller rennen. Okay, und dann... Oh Gott! Diese Seele bekommst du nie! Bis er... Oh Gott, lass mich doch einfach in Ruhe. Oh mein Gott, verdammt! James! James! Ja, er sieht. Er verfolgt ihn weiter. James! Oh Gott. Ist ja auch egal. Ah ja, genau. Wie wir in der kleinen Cutscene gesehen haben, hat Gregory James eine Bananenschale hier quasi aufgehoben und sie letzten Endes hier in die Küche in den Müll geworfen. Schlüsselobjekte wechseln. Du kannst das aktive Schlüsselobjekt mit der R1-Taste wechseln. Wir versuchen jetzt von dem Schlüssel für das vorherige Schloss auf die Bananenschale zu wechseln. Das war schwer. So, wenn ihr nicht vor ihm wegrennen könnt, tut einfach eine Weile gar nichts. Und dann sagt er, mir ist langweilig, hier muss es doch irgendwas zu tun geben. So. Und dann verpisst er sich wieder. Dann gehen wir gleich hinterher. Was man noch machen kann, was später sehr wichtig sein wird, man kann zum Beispiel hier unter dieses Bett kriechen. Und... Bett! Ja. Unter diesen Tisch kriechen, um sich zu verstecken. Was ist das? Clockmaster. Und es ist einfach nur irgendein Buchstabenwirrwarr. Großartig. Fantastisch. So. Um einem Gast die Seele abzunehmen, ist immer so eine Art kleines Gimmick notwendig. Das ist übrigens das Zimmer von James. Das können wir noch nicht betreten, wie es scheint. Warum auch immer. Eine Kleinigkeit dazu, dass ich im Schwierigkeitsmodus schwer spiele, habe ich meines Erachtens keine Karte. Es gibt nur mal eine Karte von dem Hotel, auf dem man die Position der Leute nachschauen kann. Vielleicht kriege ich die Karte auch noch, aber jedenfalls sollte... Was tust du da? Spassi. Sollte mir nicht möglich sein, selbst wenn ich eine Karte habe, die Position der Leute nachzuschauen. So. Ich kann in die Zimmer von anderen Leuten gehen und... Ja, zum Beispiel die Bananenschale auf den Boden werfen. Nein, was ich machen wollte... Hallo, möchte ich hier rein, genau. Mich zum Beispiel im Schrank verstecken. Und ihn beim Umziehen zuschauen, beim Masturbieren, beim aufs Bett kacken und all den lustigen Kack. Okay, hier ist eindeutig Blut unter dem Bett. Oder Catherine hat ihre Tage. Eins von beiden. Wahrscheinlich hat sie ihre Tage. Sie hat immer ihre Tage. Catherine hat wirklich immer ihre Tage. So, was kann man noch machen? Man kann... Na... sich hier an so einen Pfeiler pirschen und um die Ecke schauen. Da sehen die Leute halt nicht, auch wenn es eigentlich offensichtlich ist. Oh, fuck. Und das Lustige ist, hier wäre sie gewesen. So, wir warten jetzt auf die Gute.
Normalerweise rennen die ein Stück zurück und kommen eigentlich gleich wieder. Aber. Warte mal. Kann ich mal kurz schauen. Sollte eigentlich gleich wiederkommen. Kann aber auch sein, dass sie in die andere Richtung ab ist. Fick dich doch, Captain. Fick dich. Okay. Dann spionieren wir halt mal so lange Neko-Zombie. Wenn da so eine Sprechblase aus einem Zimmer kommt. Moment. Der hat mir den Mund zugenäht. Wieder so ein Tag, das zeige ich dir heim. Gregory. Gregory! Okay. Dann heißt es, dass jemand sich im Raum befindet. Das heißt, wir sollten da nicht einfach reinplatzen. Oh Gott, jetzt kommt sie wieder. Ja, jetzt müsste sie sein. Ist sie das? Ja, das ist sie. Okay, und jetzt pass auf. Warte, wir gehen noch ein Stück weiter hierher. Werfen wir die Bananenschale hin. Pass auf. Sie rutscht auf der Bananenschale aus. Slapstick vom Feinsten. Slapstick vom Feinsten. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch... Das ist die Gelegenheit, hol dir die Seele. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch irgendeinen billigen Ausrutsch-Soundeffekt aus den 30er Jahren einspielen. Wo ist denn die Seele? Ah, sie liegt hinter ihr. So, sie hat sich offensichtlich das Genick gebrochen, ist bewusstlos. Wir schänden die Leiche. Ja, wir laufen durch dieses blockige Motorrad. Leichenschändung macht Spaß. Und klauen ihr die Seele. Flattern also ihre Leiche noch zusätzlich. Sehr gut. Alles klar, jetzt kann ich Neko Zombie besuchen. Good job. But Catherine's on the warpath. If she gets you, it'll be needle time. Oh. It's gone! It's gone! My soul, it's gone! Man sollte vielleicht gemerkt haben, that kid must have taken it. Now I'm really angry. Horrorshow. Wenn du die Seele von einem der Gäste gestohlen hast und dieser dich sieht, wird er versuchen, dich zu fangen. Wenn er dich erwischt, zwingt er dich, eine Horrorshow anzusehen. Oh mein Gott. Catherine hat Probleme. Tierische Probleme. Aber wenn man sie häufig genug ausspioniert, erfährt man auch vieles über ihre Vergangenheit und... What can you do about it? Simple. Just run away. Ja. Wenn man einen Gast, dem man seine Seele abgenommen hat, einen entdeckt, wird er versuchen, einem entweder die Seele wieder abzunehmen, wenn man sie beim Tod noch nicht abgegeben hat, oder er versucht, einen schlichtweg umzubringen. Rennen ist die einzige Option, aber man ist nicht immer schneller als die anderen. Man muss auch tricksen, sich verstecken, Pathfinding ausnutzen, solche Dinge. Now one last thing. Yes. Around here, the power of your beliefs is everything. So, jetzt bekommen wir eine Lebensanzeige. Weil ab jetzt können your wir auch mental gauge, the strength of your mind, drops to zero. You'll never be able to escape from this place. Ja, das ist dann quasi Game Over. What's that? I saved the worst for last? Yes. Sorry about that. Solange du im Hotel bist, schrumpft deine Geistesanzeige Stück für Stück. Musst du dir aber eine Horrorshow ansehen, schrumpft die Anzeige ganz gewaltig. Wenn sie ganz leer ist, musst du für immer im Hotel bleiben. Zum Auffüllen der Geistesanzeige musst du viel schlafen, Kräutergegenstände verwenden, deinen Geist durch Lesen erfrischen. Your mental gauge represents the strength of your mind. Ich mag die Musik. So whenever you're carrying a soul, it'll resonate with your mind and make it stronger for a while. Das heißt also, dass wir, solange wir eine Seele bei uns tragen und sie noch nicht beim Tod abgegeben haben, etwas stärker. That means you have to consider when you're okay, going to hand a soul over to death. Jetzt auch. Es ist ein Kerl übrigens. Also, when you're starting to lose your wits,
Use an herb item to restore your mental power. Es gibt Objekte, die einem die Geistesanzeige etwas auffrischen. Und by reading a good book, yes, you can actually increase your mental gauge. Man kann Bücher lesen. Das ist etwas Propaganda, wie ich finde. Ich finde, man sollte sich einfach vor den Fernseher setzen können und dann wird why alles wieder I telling gut. You all this? I'm just worried about you. That's all. All right. Tomorrow, you'll be going after Judgment Boy's soul. Yes. Judgment! Judgment Boy ist der beste Gast. Der absolut beste Gast in diesem Hotel. Do you know Judgment Boy? Kennst du Judgment Boy? Wenn nicht, dann wirst du ihn jetzt kennenlernen. Do you know my name? Judgment! Do you know my name? Judgment Boy came judgment. To the hotel to pass final judgment on troubled hearts. You did a good job today. Now, go back to your room and get some rest. Okay. Tomorrow's another big day. Sehr schön. Okay. Auch die Seele muss ich jetzt noch beim Tod abgeben. Geht leider nicht anders. Der Schwedentod, ja. Ich find's groß. Wie die meisten Kommentare, die ich bekommen habe, irgendwas mit dem Schwedentod zu tun haben. Oh, it's you. Did you manage to pick up any souls? Was er sagt, bleibt immer das gleiche. Zweite Seele. So, you only brought me one, huh? Okay, er richtet sich auch danach, wie viele man gesammelt hat. Das ist ein bisschen das Dialog anders. Ja, muss. Soweit ich weiß. Muss ich die noch haben. Hey, thanks a lot. Here, I'll stamp your card for you. Good luck there, buddy! So, damit wir Catherine erledigt hätten, den zweiten Geist. Zweiten Gast. Danke.